herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer brandneuen Folge Miscreated. Wir sind hier vor Sultan oder Sultan oder Sultan, wie ihr wollt, Surviving Style. Und ich habe ja gefragt, die Richtung oder die Richtung? Ich kann ja leider nicht auf die Kommentare eingehen, da ich ja gerade eine längere Session wieder mache, damit ich auch über Weihnachten euch Folgen präsentieren kann. Als wir das ein bisschen zu viel mit dem Aufnehmen. Ich gehe jetzt in die Richtung erstmal und werde dann natürlich auch in die andere Richtung gehen. Aber ich habe mir ja schon in den letzten, ich glaube in Folge 2 vorgenommen, hier lang zu laufen. Das machen wir jetzt einfach mal. Da hinten gibt es ganz viele Fahrzeuge, die man da sieht. Man kann sich ja in Miscreated sogar ein Fahrzeug zusammenbauen, so ein Buggy. Boah, das sieht richtig nice aus. Guck mal. Hammer. Ja, wir werden auf jeden Fall ein paar Folgen im Dunkeln noch machen und werden bald mal tagsüber spielen wieder. Aber im Dunkeln muss man natürlich auch mal spielen, vor allem gleich durch die Stadt laufen. Wir müssen aufpassen, hier können überall Mutanten sein. Ist natürlich dann clever, hier mit der Taschenlampe rumzurennen, aber was getan werden muss, muss getan werden. Okay, das ist so ein verfallenes Haus. Heieiei. Ja, haben wir uns im ganzen Mal. Wir haben in der letzten Folge einen Rucksack gefunden. Was ist das denn hier? Nix zum Aufheben. Ist das Ketchup? Ist das Ketchup? Ja. Lecker, lecker Ketchup. Ketchup. Hier ist nix. Was? Schlafsack, okay. Schön alles durchgucken, ne? Ich bin ja der Experte fürs Übersehen. Was steht hier? Don't take meds. Okay, keine Medizin sollen wir nehmen. Steht hier an der Wand. Warum? Das ist die Frage. Sind hier welche? Sind die radioaktiv verseucht oder sowas? Ist da irgendwas drin? Fragen über Fragen. Was könnte damit gemeint sein? Habt ihr eine These? Für die Kommentare? Okay, ein weiteres Haus. Ich darf nur die Orientierung verlieren. So, mal hier rumschauen. Ah, nix. Auch nix. Ich muss ein bisschen genauer gucken. Warte mal. Da ist nix. Das Ding ist, auf YouTube sieht man das einfacher, weil man da nicht im Vollbildmodus spielt. Schaut. Oder wenn, dann, aber spielen ist halt schwieriger. Teilweise dabei sich noch zu konzentrieren, was man sagt und aufpassen, dass man nicht erwischt wird. Ist alles gar nicht so einfach hier bei dem Spiel. Aber mir macht es unheimlich viel Spaß. Ich hoffe euch auch. Also ich hoffe, ihr fiebert da mit. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. Ob ihr so gespannt da vor dem Bildschirm sitzt oder ob ihr sagt, ja, cool, neues Let's Play, aber haut mich irgendwie nicht um. Also nicht die Atmosphäre. Sind die schon da oben drauf? Das ist ein Rückspiegel von der Tür. Okay. Da hinten ist noch irgendwas. Oder da kamen wir her, glaube ich, ne? Ja. Da kamen wir her. Weit und breit nichts zu sehen. Hier hat man noch seinen Müll vorne hingestellt. Von wo kamen wir jetzt? Kamen wir von da, ne? Da hinten ist die Brücke. Okay, dann würde ich noch ein bisschen weiter gehen. Mal zu sehen, wo wir hier hinkommen. Und dann bewegen wir uns mal Richtung Stadt. Da ist eine weitere Brücke. Okay, wo geht dieser Weg hin? Ich laufe noch mal ein bisschen, um zu gucken. Um eine kleine Ahnung zu kriegen für die Umgebung. Sollte man immer ein bisschen... Okay, pass auf, wir gehen jetzt erstmal in die Stadt zurück. Bevor wir dann in die Richtung laufen und uns irgendwelche Monster bzw. Mutanten angreifen. Hier gibt es ja, glaube ich, verschiedene Stufen von Mutanten. Auch die richtig krassen. Es gibt ja auch irgendwo ein Airfield sogar. Da ist aber viel zu viel los, weil natürlich alle Leute da hingehen, um sich Waffen zu holen. Da werden wir auch noch hingehen.
In Bälde. Boah, stell mal vor, irgendwo sitzt ein Spieler und beobachtet uns die ganze Zeit und boah. Ist ja jemand? Nee. Okay, hier ist ruhig. Hier ist alles ruhig. Noch, ist das die Ruhe von dem Sturm etwa? Hm. Okay, ich denke mal, ein Sultan wird uns viel, viel erwarten. Da werden viele andere Spieler sein, denke ich mal. Oder zumindest Mutanten werden da sein. Entschuldigung, erstmal was trinken. Unser Charakter hat ja immer noch Durst. Heidehöslein, da brauchen wir aber echt langsam mal was. So. Da geht's rein, das ist ein Autowrack. Warte mal, da schaue ich nochmal rein. Nix, okay. Wir konzentrieren uns mal lieber auf unseren Weg, den wir einschlagen wollten. Dieser Weg wird kein leichter sein. Das ist es. Okay. Dann mal weiter. Wir haben jetzt keine Waffe, um uns zu verteidigen, ne? So, wir beginnen mal mit der Tankstelle hier. Ob da irgendwas für uns ist zum Looten. So. Viele Regale, vielleicht finden wir ja irgendwas. In der Tankstelle waren wir noch nie drin. Oder in den. Was ist das? Eine Tankstelle oder ein Supermarkt? Ich glaube eher eine Tankstelle. Ich mal durch die Regale. Ah, was liegt denn da oben? Ah, eine Bandage. Okay, die können wir nicht gebrauchen. Also können wir schon. Warte mal, die nehmen wir mit. Wer weiß, was passiert. Wir haben ja den Rucksack. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen. Dass wir ja Sachen da rein tun können. Weil vorher hatten wir ja nur die Hosentaschen hier zur Verfügung. Aber der ganze Laden ist echt leer. Ah, Schuhe. Nichts. Alles mitgenommen. Hinten vielleicht. Spind ist auch nichts. Hier in dieser Soda Water Beer Limo. 25 Cent. Kühlschrank können wir nicht öffnen. Nichts, Leute. Hier war entweder jemand schon oder es ist wirklich extrem leer hier alles. Das ist teilweise auch eine Herausforderung bei manchen Servern, hier Loot zu finden. Hier waren wir noch nicht. Schon wieder dieser Kürzel. Poisonpilz. Avoidpilz, also hier ist Pillen. Die habe ich auch noch nicht gesehen. Pillen oder so. Wir haben ja bis jetzt eigentlich nur Bandagen und Trinken, Essen gefunden, Rucksack, ein bisschen Kleidung, aber nicht irgendwie das gegen die Radioaktivität oder sowas. Strange alles hier. Sehr, sehr, sehr seltsam und alles ziemlich verlassen auf jeden Fall. Es wird immer düster. Wir haben ja im Spiel gerade 19.10 Uhr oder sowas, meine ich. So krass. In seinem peripheren Blickwinkel sieht man immer irgendwas, was gar nicht da ist. Boah. Ich hab das gehört.
Okay, weiter, weiter, weiter. Wir müssen irgendwie die Mauer umgehen hier. Da ist ein Häuschen. Kam das Geräusch daher? Egal. Komm, wir müssen da rein. Was ist das denn hier? Das ist irgendein... Kann man hier rüberhüpfen? Komm. Ja, wunderbar. Das hier ist ein Supermarkt, oder? Oder was ist das? Das sieht mir nach einem Supermarkt aus. Ja, das ist ein Shop. Genau, das hier ist ein Shop. Und da haben wir direkt was zu trinken gefunden. Noch was. Ah, wunderbar. So stelle ich mir das vor, liebe Freunde. Da, Beine mal sehen. Okay, wir nehmen jetzt alles mit, was wir kriegen können. Müssen wir wirklich Regal für Regal abchecken. Hier ist nichts. Komm. Aber wir haben immerhin 3 Dosen gefunden. Aber echt lange, wirklich sehr, sehr lange nichts mehr zu essen, oder? In der letzten Folge hatten wir ja kurz ein Häppchen da. Aber irgendwie so richtig viel nicht. Also dann auch wieder nicht. Respect the government. Okay. Oh. Bitte Zeichnungen, guck mal hier. Don't. Ich kann es nicht lesen. Hier wird dieses Kürzel. Das steht anscheinend für eine Gruppierung oder sowas. Ich weiß es noch nicht so ganz genau. Da. Ach, das ist eine Tasse. Ich falle da immer wieder auf die Tassen rein. Okay. 3 Dosen haben wir schon mal. Die können wir auch mal direkt was wegkippen. Ach, da haben wir doch was zu essen. Okay, wir sind aber noch nicht hungry. Aber wir sind extrem durstig. Guck mal, der ist immer noch durstig. Boah. 3 Dosen weggekippt und ist immer noch durstig. Heftig. So, da hinten war ja die Tankstelle. Da sind wir ja hergekommen. Dann gehen wir hier raus. Und gehen mal wieder ein bisschen rein in die Stadt selber. Boah, alles verkommen hier. Finden wir vielleicht hier noch was? Nee. Okay, hier kamen wir also her. Von hinten sind wir ja über die Mauer gesprungen. Da muss es ja hier irgendwo wieder weiter zu den Häusern gehen. Ich glaube links rum, oder? Ist auch ein Riesenberg, da steht ein Bus. Boah, hier war auf jeden Fall der Mutant. Ihr erinnert euch? Was? Weil diese Pillen. Beef. Aber so Pillen haben wir noch gar keine gefunden, oder? Das Ding ist, hier ist ja der Anfangsspawn von neuen Spielern. Das heißt, wir müssen ein bisschen hier aufpassen. Nicht, dass uns gleich einer mit dem Hammer hinten schlägt und wir dann umkippen. Kann alles passieren. Vor allem, wenn wir mit der Taschenlampe hier ein bisschen rumfuseln. Und ich habe den vollsten Server genommen. Also hier waren schon über 10 Leute drauf, was für dieses Spiel eigentlich schon relativ viel ist. Auf den Server passen, wie gesagt, 32 Leute. Krass, dass es aussieht, ne? Alles hier so verlassen. Naja, geht's mal weiter. Ach, das Flimmern der Taschenlampe und so. Finde ich extrem nice.
Hintere Tür war auf, vordere Tür war zu. Okay. Ah, wir haben mal ein Shirt gefunden. Cool. Flashlight haben wir selber, glaube ich, ne? Brauchen wir gar nicht. Aber immerhin jetzt mal ein neues Oberteil gefunden. Das ist ja auch schon mal ganz cool. Also man muss nur suchen, dann findet man auch Sachen. Und so ein neues Oberteil ist ja eigentlich schon wieder was Besonderes. Denn man, als Newbie fängt man ja mit dem weißen Shirt da an. Ich zeige euch mal ganz kurz den Typen hier. Ne? So sieht er jetzt aus. Ich weiß nicht, ob man da was überhaupt erkennen kann im Dunkeln. So, hier waren wir ja drin. Das ist schön. Schon mal wieder was gefunden. Im blauen Haus waren wir auch schon. So, wir sind ja letztens gar nicht so weit durch die Stadt gekommen, da uns ja der gute Kollege Mutant umgebracht hat. Wollte den Mafuyu essen. Ich bin doch ein netter Kerl. Ich möchte doch nur überleben. Aber nein, er hatte Hunger. Ist gedacht, komm. Haben wir heute mal den Kerl weg, samt Knochen. Ich hätte mal gern irgendwie. Gloves haben wir schon. Was? Sunglass haben wir ja auch schon. Kann man ja alles mal mitnehmen. Nee, brauchen wir gar nicht. Das ist nur Platzverschwendung, Leute. Es geht hier hoch, aber warte mal. Ich wollte hier nochmal gucken. Nee, okay, wir gehen mal hoch. Lange kein Mutant mehr gesehen. Oh, cool. Endlich mal neue Schuhe. Und die hier wegschmeißen. Sehr schön. Jetzt haben wir auch neue Schuhe gefunden. Neue Schuhe, neue Jacke. Sind wir nicht mehr so hell unterwegs, weil die Jacke ist ja auch relativ dunkel. Klar, die Taschenlampe verrät einiges, aber die werden wir natürlich auch ausmachen, wenn wir rausgehen. Dann ist es so dunkel. Ich weiß nicht, ob man da was auf YouTube noch sehen kann. Das ist immer so das Problem. Vielleicht sollten wir draußen ohne Taschenlampe rumlaufen. Das wäre nicht das Schlauste. Das Wasser, ey, Hammer. Okay. Warte mal, von wo kamen wir jetzt? Von da hinten, ne? Genau. Ich gehe mal zu dem Haus am Ende der Straße. Und zu dem Großen hier. So, und da hinten bei dem gelben Haus, da war der Mutant letztens. Erinnert ihr euch? Aber diesmal hauen wir ab, wenn es zu einem Kampf kommt. Weil wir keine Möglichkeit haben. Wir haben zwar eine Axt und so. Ne, wir haben gar keine Axt. Haben wir eine Axt? Wir haben gar so eine Nahkampfwaffe, haben wir gar nichts. Ja, richtig gut. Da wäre ein Hammer oder sowas mal gut. Oh, beinahe übersehen. Food. Oh, wir haben auch tatsächlich Hunger, wie man unten sieht. Jetzt nicht mehr. Ach, ich muss hier nochmal kurz reingucken. Na gut, ich sag mal, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Miscreated. Und da haben wir noch ein Dings gefunden. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Bis morgen. Ciao. 16 Uhr.